Ali, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Stissel seid. Tag 383. Und wir machen weiter mit der Bauerei. Ich werde jetzt anfangen, hier noch ein bisschen die Holzpfosten nach oben zu bauen. Dass das Grundgerüst zumindest schon mal ein bisschen steht. Und dann würde ich sagen, machen wir uns nächste Folge auf nochmal ins Gebirge. Wir müssen noch ein bisschen Silber sammeln. Dass wir den Helm noch hochgelevelt kriegen und dann müssen wir auch nochmal in den Sumpf, weil wir brauchen Eisen für die verstärkten Holzpfosten. Ohne kommen wir nicht weit. Ich baue es jetzt erstmal mit den normalen Pfosten, aber die können wir ja später noch ersetzen. Wenn wir einen rausreißen, haben wir ja glücklicherweise immer ein paar Sekunden Zeit, bis der oben drüber zusammenfällt. Das sollten wir hinkriegen. So, dann machen wir hier auch wieder. Zack, zack. Zack, zack. Jetzt werden wir ja gleich sehen, inwiefern das symmetrisch irgendwie aufgeht. Notfalls verlängern wir nochmal eins nach vorne oder hinten. Verlängern oder verkürzen, natürlich. Wird schon werden. Und dann werden wir hier die Gemütlichkeit so hochtreiben. Wir haben nämlich, glaube ich, auch schon wieder einige Items, die wir bauen könnten für die Gemütlichkeit. Ja, hier hinten wird wahrscheinlich einfach nur gerade Fläche werden. So ein bisschen Dach wird wahrscheinlich rüber gucken. Ah, das kann es ja ruhig, dann wird es bestimmt cool, wenn das Dach hier so runter guckt. Haben wir wie so eine kleine Unterführung durch das Dach gebaut. Wenn wir hier langlaufen. Ich sag mal, so viel haben wir hier hinten eh nicht zu tun. Na gut, außer unser Holzlager. Dann ist das auch gleich ein bisschen versteckt, obwohl ich es eigentlich ganz hübsch fand. Aber es ist ja auch noch nicht gesagt, dass das für immer die Größe hier bleiben wird vom Grundstück. Vielleicht bauen wir doch noch irgendwann mal größer. So, jetzt kommen wir hier auf dem Kreisende direkt raus. Das gefällt mir schon mal. Und zack. Dann machen wir noch diesen. Und diesen. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt kommen wir am Ende so raus. Ja gut, okay. Lässt sich verkraften. Dann haben wir hier halt nur eins. Das Ende würde ich dann schon ganz gerne machen. Also hier das gerade Stück als Balken. Bin ich jetzt richtig von der Schräglage? Ja, ne? Ich glaube schon. Sieht gut aus. Es wird langsam, also eigentlich noch nicht so wirklich, aber man kann sich jetzt langsam schon mal vorstellen, auch was es für eine Dimension annehmen wird. Bin mal gespannt, wie viele verstärkte Pfosten wir brauchen. Aber an sich hat die Länge und die Breite ja nicht so viel damit zu tun, sondern halt eher die Höhe. Boah, die Sonne blendet. Aber warum kommen wir jetzt hier nicht? Jetzt haut irgendwas nicht ganz hin. Weil wir hätten hier weitermachen müssen. Ja. Entschuldigung, mein Fehler. Musste ich mal kurz nachdenken. Kommt nicht oft vor, dass ich das tue, aber ab und zu muss es doch mal sein. Ist es bei euch aktuell auch schon so eisig? Also ich fühle mich, als wäre schon Winter. Gerade hier im Zimmer, ich habe auch noch das Fenster offen gehabt. War ein großer Fehler. Keine Ahnung. Eigentlich bräuchte ich wahrscheinlich hier schon eine Jacke und zwei lange Hosen an, gefühlt. War auch generell kein cooler Sommer. Also rein vom Wetter her, von den ganzen anderen Umständen natürlich auch nicht, aber auch wettertechnisch, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber hier hat es einfach gefühlt wochenlang geregnet und ab und zu war mal ein schöner Tag. Planen konnte man aber auch nie was, weil in jeder Wetter-App einfach immer Regen stand. Und am Ende hat es gar nicht geregnet. So. Dann hier noch hoch. So, dann sind wir doch gleich damit fertig. Überlege, ob wir noch weitermachen oder ob wir gleich mal ins Gebirge vorbeischauen. Bin mir noch nicht ganz sicher. So. Ach genau, jetzt haben wir nämlich das hier. Dann hören wir vielleicht an der Stelle auf. Dann haben wir zumindest den Balkenabstand gleich.
Ja, genau. Dann machen wir das so, dann können wir das nämlich nochmal wegreißen. Und dann sieht das doch soweit schon mal ganz in Ordnung aus. Jetzt müssten wir das eigentlich auch alles noch mit den Bodenplatten belegen. Das wird auch nochmal richtig viel Holz fressen jetzt, aber wir kommen nicht drum herum. Muss gemacht werden. Den Steinboden möchte ich nicht haben, zumal es ja dann eh nicht dieselbe Ebene ist. Haben wir immer so eine kleine Stufe drin. Ah, ich wusste, ich habe mich irgendwo verbaut. Wenn man es schnell machen will, wird es meistens nichts. Ah, der hier war es, ne? Das war der Übeltäter. Vielleicht machen wir auch erstmal so hier. Und wieder verbaut. Wer hätte es gedacht? Aber es war nur das letzte Stück. So, Holz schon wieder alle. Ja, ich würde sagen, lasst uns mal den Fußboden noch ein bisschen machen. Ich hoffe sehr, dass wir das hinkriegen. Von der Zeit her. Vor allem von der Ausdauer her. Wir sind doch ausgeruht. Ich habe hier volle Lebensmittel drin. Sind wir noch gerade? Ja, sieht gut aus. Schaffen wir vielleicht den Fußboden und uns auch schon ins Gebirge. Also schaffen wir den Fußboden und vielleicht auch schon ins Gebirge zu gehen. So rum. Das fände ich mega cool. Dann können wir nämlich schon etwas Silber sammeln. Und haben nicht zwei Folgen durchgehend nur gebaut. Damit es auch ein bisschen abwechslungsreicher für euch wird. So, dann haben wir das. Wie sieht es holztechnisch aus? Wir sind schon wieder fast leer. Es frisst halt echt eine Menge Holz. Werde mir dann die nächsten Tage, wenn ich es mal schaffe, den Eiktür-Skill holen. Und dann geht es einfach mal direkt los hier. Den ganzen Wald weghacken. Aber unser Vorrat ist zumindest erstmal ausreichend für so das Grundlegende. Bin mal gespannt, was das für neue Wellen sind. Gibt ja seit dem Update neue Angriffswellen. Ob das dieser Grove ist, dieser Teer-Schleimling, der da neu dazugekommen ist, würde ja Sinn machen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich habe jetzt mal die ersten Bilder gesehen, so von Darkwood-Dächern und so. Sieht auf jeden Fall auch mega cool aus. Die Holzplatten sind aber nicht jetzt mittlerweile auch noch... Na? Ah, ich dachte jetzt, meine Taste 5 ist kaputt, weil er den Hammer nicht nimmt. War natürlich einfach nur die Haltbarkeit. Ja, ich wollte gucken, gibt es diese Bodenplatten, die gibt es nicht als anderes Holz jetzt, ne? Nee, okay. Hätte ja sein können. Dann lasst uns den Fußboden hier noch zu Ende zimmern und dann machen wir uns auf ins Gebirge, noch ein bisschen Silber sammeln. Wir haben ja zwei Silberader noch markiert auf der Karte. Ach so, ja, was mir auch eingefallen ist, oder nicht eingefallen, was jetzt mitbekommen habe, dadurch, dass ich mir ein anderes Let's Play angeschaut habe. Himbeeren und Pilze wachsen an derselben Stelle immer wieder nach. Habe ich nicht gewusst, also bei Himbeeren macht es Sinn. Ist halt ein Strauch, ne? Macht schon Sinn. Aber dass Pilze auch immer wieder an derselben Stelle nachwachsen, wusste ich nicht. Ich habe es einfach gesehen, derjenige, bei dem ich mir das Video angeguckt habe, fragt mich jetzt nicht, wie er hieß. Hatte sich halt einfach auf der Karte überall markiert, wo Pilze und Himbeeren sind. Und ich dachte mir so, hä? Wieso denn das? Und ja, dann hat es auf einmal Klick gemacht. Hätte ich natürlich auch mal machen können. Werden wir demnächst auch mal. Wenn wir was finden, markiere es mir mal und dann rennen wir da immer mal wieder hin. Ich bin mal noch gespannt mit den Zwiebeln. Die müssen wir natürlich auch noch finden. Aber auch dadurch, dass neue Lebensmittel dazugekommen sind, also einerseits so Grundlebensmittel und andererseits auch kochbare Sachen,
haben wir jetzt halt echt immer mehr Möglichkeiten, endlich endlos irgendwelchen coolen Stuff zusammenzuschustern. Finde ich mega cool, dass da neue Sachen dazugekommen sind. So, Holz ist schon wieder leer. Oh, so viel ist es tatsächlich doch gar nicht mehr, was wir hier noch haben. Aber dafür steht ja schon mal das Grundlegende. Die Ausdauer, die ärgert uns heute mal wieder. Dann holen wir uns gleich mal hier drüben. Ich darf auch nicht immer rennen. Es ist irgendwie so automatisch drin, dass man überall hinrennen möchte, aber verbraucht halt natürlich dann auch wieder Ausdauer. Macht also eigentlich gar keinen Sinn. So, zack, zack. Gleich geschafft. Gut, das ründliche Ding, da müssen wir nochmal schauen. Ich habe es noch nie gebaut. Wird zwar nicht anders wie mit den Holzbalken, dass wir halt einfach immer ein Stück schräger dann basteln müssen. Aber gespannt bin ich trotzdem mal. Ach, das sieht jetzt schon geil aus. Wenn ich dann überlege, wenn das mal fertig ist und wir hier in den Eingang reinkommen und einfach nur diesen riesen Fußboden erstmal sieht, der bis ins Unendliche gefühlt geht. Ich hoffe, dass das am Ende alles so hinhaut, auch mit den verstärkten eisernen Holzbalken-Dingern da. Nicht, dass ich am Ende dastehe und dann das letzte kleine Stück vom Dach irgendwie nicht mehr hält, so wie es da drüben war, aber bei dem Haus. Da habe ich auch ein paar coole Sachen gesehen, wie man hätte seine Werft noch bauen können. Halt einfach mit Holzbalken direkt ins Meer rein. Dass man das Schiff sozusagen so richtig im Haus parken kann. Finde ich auch cool. Ich hatte eh überlegt, das da drüben nochmal umzubauen. Also wir brauchen ja halt mehr Platz. Die Truhen werden langsam etwas knapp. So, da kann noch eins rein. Hier müssen wir jetzt gleich mal gucken. Wir fangen jetzt erstmal am besten damit an. Und gehen dann jetzt einfach immer zwei Stück und dann schräg. War der jetzt richtig? Ja, der saß richtig. Ah, wir sind 3 Grad, Entschuldigung. So. Aber scheint ganz gut zu funktionieren. Gucken, wie es am Ende aussieht. Passt der richtig? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich hatte wie gesagt eh überlegt, das da drüben nochmal umzubauen, aus Platzgründen. Und eventuell bauen wir dann auch das vordere Teil nochmal um. Ich finde es zwar jetzt gar nicht so schlecht, wie wir es aktuell haben. Aber schöner machen kann man es natürlich immer. So. Und jetzt müssen wir das Ganze ja eigentlich nur so fortführen, richtig? Irgendwie sind wir jetzt hier nicht mehr ganz richtig. So, einerseits haben wir es... Nee, das muss schon noch auch für die Richtung. Jetzt wird das halt irgendwie nicht mehr so geil. Nee, so haut das auf jeden Fall nicht hin. Moment. Jetzt lasst mal gucken. Erstmal mit... Wo hat denn der hier aufgehört? Der hat dort aufgehört. Also müssten wir so und so machen. So. Ja, jetzt haut's wieder hin. Wo hört der auf? Der hört hier auf. Zack, zack, zack. Ja, funktioniert. Ich glaube, wenn wir den Fußboden hier noch komplett weitermachen, ist die Folge auch schon rum. Also werde ich vielleicht doch gleich erstmal aufhören, dass wir nochmal ins Gebirge kommen. Ne, das war verkehrt. Was macht er denn jetzt? So ist aber auch nicht richtig. Der ist richtig. Der wird irgendwie nicht richtig hier. Entweder ist er zu kurz. Habe ich mich da vorne verbaut?
Die zweite Etage sieht halt irgendwie nicht so geil aus, weil die Holzdinger hier überall überlappen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade einen Fehler mache. Der hier sieht zum Beispiel komplett falsch aus. Machen wir auf der Seite weiter. Ist einfacher für mich. So, nee, das ist wieder falsch. So, an das Ding dort ran. Nein, jetzt mach doch so. Zack, zack. Ist schon nicht so einfach, ründlich zu bauen. Eigentlich schon, aber ich stelle mich halt wie immer dumm an. Man sieht es halt einfach nicht so gut. Aber okay, ich würde sagen, wir machen an der Stelle hier erstmal Schluss mit dem Fußboden. Ja, am Ende sieht es dann doch gar nicht so verkehrt aus. Mal gucken, wie es dann aufgeht. Jetzt müssen wir bloß hier nochmal schauen, was wir damit machen. Das ragt dann natürlich da rein. Ich hätte das wahrscheinlich zuerst bauen müssen. Natürlich doof. Oder wir machen halt hier nur solche Sachen ran. Guckt es trotzdem da raus. Ah, ist nicht so cool. Ich glaube, ich hätte das zuerst bauen müssen, damit die anderen dann oben drüber liegen. Kann das sein? Also es macht keinen Sinn, die kleinen zu bauen. Dann können wir auch gleich die großen bauen. So ragt jetzt halt überall da ein bisschen Holz mit rein. Dann sieht es halt gleich wieder nicht so cool aus. Aber naja, ich glaube, das wird sich am Ende... wird man das nicht mehr so dolle sehen. So, und hier noch. Und dann brauchen wir doch hier nochmal die kleinen. Hier noch ein kleiner. Hier noch ein kleiner. Wir müssen eigentlich noch zwei kleine rein. Hier kann nochmal ein großer und ein kleiner. Haben wir das jetzt abgeschlossen? Haben wir. Ich denke, am Ende ist das, fällt das gar nicht so dolle auf. Cool, cool. Machen wir nächste Folge mit weiter. Dann haben wir den Fußboden auch drin. Ach, schaut euch das mal an. Es wird so riesig. Und hoffentlich auch ziemlich cool. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Beim Bauen vergeht die Zeit doch irgendwie immer echt schnell. Aber wir machen uns jetzt trotzdem noch schnell ins Gebirge, dass wir die ersten Silbererze schon mal aus dem Boden holen können und dann nächste Folge damit weiter starten. So, Gebirge, da wollen wir hin. Und dann hatten wir doch hier die schöne Ader. Die hier hinten weiterging. Genau, die war ja so tief eingebuddelt. Oh, wir kommen hier nicht tiefer, oder was? Müssen wir aber. Da ist das Silber. Ist doch hier hinten die Ader, oder bin ich doof? Das ist nur ein Stein. Ich dachte, die geht hier drüben noch weiter. Nee, dann ist es bloß das hier. Okay. Ich setze mich mal kurz hin, dass die Ausdauer... Bin mir nicht sicher, ob die dadurch schneller generiert, aber ich glaube schon. Zumindest muss unser Charakter auch ab und zu mal sitzen, sonst kriegt er natürlich auch Kreislauf. Der Arme ist hier nur am Ackern. Riskiert sein Leben. Ist auch irgendwie gefühlt der Einzige auf dem Planet. Zumindest was ein Mensch angeht. Oder halb Mensch. Halb Gott, ich weiß es nicht. Halb Wikinger. Ja, dann lasst uns noch ein bisschen Silber sammeln. Dann machen wir erstmal Schluss mit der Folge. Und bauen morgen noch ein bisschen Häuschen weiter und sammeln auch noch Silber. Geht's jetzt hier noch weiter? Nee, ne? Ich will halt auch keinen... Doch, hier ist doch noch Silberader. Ich wusste es. Ich lasse erstmal wieder ein bisschen regenerieren. Dass wir ein paar Schläge hintereinander machen können. Wie sieht's aus? Vier Stück haben wir zusammen. Ein bisschen was an Silber lag ja auch noch in der Basis vor den Schmelzöfen und etwas hatten wir ja auch noch in der Kiste drin. In der Truhe. So, ich möchte Silber, ich möchte keinen Stein.
Haben jetzt alles Silber aufgenommen. Ich hoffe, da hinten geht's auch noch weiter. Lasst uns das gleich mal aufhacken. Nicht, dass ich das dann irgendwann übersehe. Das wäre nicht so cool. Also sammeln wir gleichzeitig auch ein bisschen Stein. Was ist denn das? Bam. Also sammeln wir gleichzeitig auch ein bisschen Stein, was wir auch fürs Häuschen noch brauchen. Also ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist das Stein hier so hart oder warum braucht der aktuell so lange? Ich weiß es nicht. Elf Stück schon wieder zusammen. Das sieht doch gut aus. Ich würde trotzdem ganz gern gucken, ob die Ader hier noch weitergeht. Sieht erstmal doch hier drüben. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mit der Folge erstmal Schluss. Ich freue mich riesig doll aufs Haus. Das werden noch ein paar schöne Folgen werden in nächster Zeit. Und wenn das irgendwann fertiggestellt ist, haben wir einfach das größte Haus, was geht. Ja, nicht wirklich. Es gibt krassere Leute. Aber wir haben zumindest aus unserer Grundstücksfläche erstmal so viel rausgeholt, wie geht. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut!